Hinter uns sehen wir die abgeräumte Leihradstation. Ja, wie geht's Ihnen beiden? Wie fanden Sie den Tag heute bisher? Ich bin ganz zufrieden. Ich bin insofern zufrieden, dass wir knapp 50.000 9-Euro-Tickets verkauft haben und alle Fahrgäste heute gut befördert bekommen haben. Wir waren vorbereitet für die eine oder andere Spitze. Wir mussten aber nicht zusätzlich einsetzen heute. Insofern ein guter erster Tag. Was denken Sie? Ja, es klingt sehr gut. 50.000 verkaufte 9-Euro-Tickets hier in Wiesbaden. In der Region eine große Zahl von verkauften Tickets. Und trotzdem konnten alle mitgenommen werden. Also der Run ist bei den Tickets da, aber die Nachfrage bei den Bussen konnten wir bewältigen. Und das ist ein gutes Zeichen. Haben Sie beide selbst ein 9-Euro-Ticket, Herr Gardemann? Ich bin Inhaber einer Bahncard 100. Insofern bin ich da abgedeckt. Aber ich habe keinen Dienstwagen und insofern kann ich nur immer jeden einladen. Ja? Es tut nicht weh, es macht Spaß, man kommt gut ins Gespräch in jedem Verkehrsmittel und man ist immer stressfrei am Ziel und ohne Stau. Wie hat sich SW Verkehr auf diese Zeit jetzt vorbereitet? Es kann ja noch mal mehr werden. Wir gehen auch davon aus, dass es mehr wird. Es wird die erste Nagelprobe jetzt kommen, Pfingsten. Das Wetter soll gut werden. Wir sind vorbereitet, dass wir auf einigen klassischen sogenannten Solo-Buslinien Gelenkbusse einsetzen. Wir sind vorbereitet, dass wir Busse, Fahrer, wenn Sie so wollen, mit Zeitung und Thermoskanne parat haben, um die dann über die Leitstelle entsprechend dort einzusetzen, wenn es entsprechende Aufkommen, Schwerpunkte oder Zeiten gibt. Wir gehen schon davon aus, dass wir insbesondere über den Hauptbahnhof am Sonnabend, Sonntag und am Pfingstmontag den einen oder anderen Schwung bekommen werden und dann werden wir darauf reagieren können. Das ist aber auch bewährte Praxis. Also die Kolleginnen und Kollegen können das bewerkstelligen, können das handeln. Das Reitturnier im Biebricher Schlosspark macht, wissen wir nicht, aber auch dort gibt es eine extra Ringlinie. Auch die ist mit diesem Ticket zwischen den Parkplätzen und dem Schlosspark zu benutzen. Gleichzeitig hat ja auch der Rabatt an der Tankstelle eingesetzt. War das nicht kontraproduktiv? Naja, wir sind ja alle Verkehrsteilnehmer mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Das eine ist das Auto, mit dem das eine oder andere gefahren wird. Aber auch die Angebote im öffentlichen Personennahverkehr in unserem Bussystem hier lokal, aber auch beim Rhein-Main-Verkehrsverbund sind es wert, dass man sie mal ausprobiert, wenn man noch kein Kunde ist. Und dazu dient natürlich gerade dieses 9-Euro-Ticket, neue Kunden zu finden, sie mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot auch an sich zu binden und auch die Möglichkeiten, die der ÖPNV bietet, mal selbst erfahren zu können. Wir wissen in Wiesbaden, dass rund 17-18% der Wege mit dem Bus oder der Bahn zurückgelegt werden. Das könnte ein bisschen mehr werden, gerade im Bereich Freizeitverkehre. Aber auch die Pendler könnten auf solch ein Verkehrsmittel zurückgreifen, weil sie jeden Tag den gleichen Weg fahren. Und insofern ist es ein guter Einstieg, vielleicht mal in den ÖPNV einzusteigen, das zu nutzen und auch für seine eigene Mobilität mal auszuprobieren. Aber denken Sie, es kann tatsächlich vielleicht sogar was hier für die Luftreinhaltung und gegen Staus wirklich bewirken? Jetzt nicht den Tankrabatt, sondern jetzt meine ich wieder das 9-Euro-Ticket. Kann das was bringen? Auf jeden Fall, weil nicht nur Staus oder auch die Luftqualität mit jeder Fahrt im Bus trage ich dazu bei, wenn ich auf das Auto verzichte für diese Fahrt. Ich kann darüber hinaus auch was für das Klima tun, weil Energieverbräuche gerade bei Verbrennungsmotoren, es ist ja ganz erheblich, was an Benzin oder Diesel verbraucht wird für diese Fahrten. Und insbesondere die kurzen Fahrten kann man wunderbar mit dem ÖPNV innerhalb der Stadt, aber auch innerhalb der Stadtteile durch Busnutzung entsprechend sehr umweltfreundlich organisieren, sodass der Klimaschutz dabei auch nicht zu kurz kommt. Gibt es denn überhaupt genügend Busfahrer? Haben Sie überhaupt genügend parat, die jetzt an der Thermoskanne sitzen können? Also über diese sogenannten Reservistenschichten brauchen wir nicht diskutieren. Die stellen wir immer, egal wie gerade die Situation ist. Wir haben nicht genug. Ich kann jeden nur bitten, der sich mit dem Gedanken trägt,
kann sich jederzeit bei uns an uns wenden, sich bewerben, ob mit Führerschein oder auch noch ohne Führerschein. Ja, da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren Aufbauarbeit wieder leisten wollen und müssen. Wir gehen auch davon aus, dass ja letztlich ÖPNV in den nächsten Jahren weiter intensiv gestärkt wird, wir weitere Angebotsausweitungen erleben werden, dass es auch in den Landkreisen entsprechend Angebotsausweitungen geben wird, dass am Ende aber wir insgesamt auch mehr Fahrgäste in die Züge, in die Busse bekommen, nicht über mal hier 9 Euro, dort mein Rabatt, sondern über einen entsprechenden Ausbau, über einen weiteren Ausbau, über mehr bessere Angebote in zum Beispiel hier in der Rhein-Main-Region, aber eben auch darüber hinaus. Und das braucht eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das dann machen. Aber das hiesige Bussystem könnte das verkraften? Naja, wir haben ja ein sehr gutes Bussystem mit einem 5-, mit einem 10-Minuten-Takt, gerade in die Innenstadt rein, aber auch von den wichtigsten Stadtteilen, Dotzheim herkommend, Biebrich herkommend, Erbenheim oder Bierstadt herkommend, hat man hervorragende Verbindungen in die Stadt. Also alleine aus diesen Stadtteilen seinen Weg in die Stadt mit dem Bus zu nehmen, ist völlig unproblematisch, auch mit hoher Leistungsfähigkeit verbunden. Schwierig ist es in der Hauptverkehrszeit, dann, wenn halt auch viele Pendler unterwegs sind. Aber der eine oder andere kann ja seine Zeit auch mal einplanen, fährt halt in den Randzeiten, fährt in der Mittagszeit bevorzugt. Und worauf wir jetzt bei dem 9-Euro-Ticket ganz besonders hoffen, dass viele Freizeitfahrten dann auch mal mit einem anderen Verkehrsmittel als dem eigenen Auto zurückgelegt werden. Es heißt ja immer, naja, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, dann kostet das Ticket am Wochenende auch relativ viel. 4 Personen, das sind schon ein paar Euros. Jetzt 4 mal 9 Euro und das einen ganzen Monat unterwegs zu sein, also das Kostenargument, das zieht jetzt nicht mehr. Das ist wohl richtig. Aber zum Thema anderes Verkehrsmittel. Die Stationen sind abgeräumt, also mit dem Leihrad kann man nicht mehr fahren. Was denken Sie, könnte es da für Optionen jetzt geben? Also zum einen mal gibt es ja noch Nextbike. Da drüben stehen die Räder, die kann man weiterhin nutzen. Das ist zwar nicht ganz so viel wie mit unserem Fahrradverleihsystem, aber es gibt eine Alternative, die auch sicherlich von Nextbike in den nächsten Wochen noch ausgeweitet wird, um hier die ein oder andere Nachfrage nach Leihfahrrädern auch befriedigen zu können. Wir werden an einem neuen Konzept arbeiten. SW ist ja dran und dann soll im nächsten Jahr ein erneutes Angebot auch in Wiesbaden geschaffen werden. Wir wissen, dass da unser System Meinrad sich leider nicht weiterentwickeln ließ. Da gab es immer wieder auch Diskussionen mit den Kollegen aus Mainz. Und jetzt wollen wir einen eigenständigen Weg mit einem privaten Partner wahrscheinlich gehen, um auch zeitgemäße Fahrräder, Verleihangebote, Apps und Zugangsmöglichkeiten anbieten zu können. Und das Ganze zu einem attraktiven Preis, aber am Ende, indem wir weniger Geld aufwenden müssen pro Fahrt, als das im Moment der Fall war. Sind jetzt alle 600 Fahrräder eingesammelt und was macht ihr damit? Das interessiert schon viele Leserinnen und Leser. Sind noch nicht alle eingesammelt, wir sind dabei, aber es wird in den nächsten Tagen, spätestens in der nächsten Woche soweit sein. Wir lagern sie erstmal ein. Es ist letztlich ein Buchwert, der mit dem wir umgehen müssen. Wir werden schauen, dass wir sie natürlich so gut es geht verwerten. Wir werden sie zum Verkauf anbieten. Wir werden auch Mainz fragen. Wir werden aber am Ende uns in der Tat ernsthaft dann gelb spritzen, das sei denen überlassen. Wir werden einfach sehen natürlich, dass wir das entsprechend vernünftig hinbekommen. Am Ende des Tages werden wir auch sehen, ob wir es einzeln verkaufen sollten. Da Anfragen sein, wenn Sie das sagen. Das müssen wir sehen. Das weiß ich noch nicht. Ja. Also wenn, dann fragt uns ja mal eine schöne Aktion draus. Ne? Jetzt hat der ADFC hat jetzt seine Hilfe und Unterstützung angeboten. Wie kam das bei Ihnen an? Wird das genutzt? Ja, hätten Sie mal früher kommen sollen, denn die Probleme mit Meinrad sind ja seit längerem bekannt. Wir haben immer wieder diskutiert, warum geht es nicht weiter, wo bleiben die ergänzenden Angebote. Pedelecs war ja ganz am Anfang schon angekündigt worden, ist bis heute leider nicht realisiert, weil auch da die Mainzer nicht ganz so schnell waren. Der Zugang über die App war äußerst umständlich, war auch so schnell nicht zu verändern, weil das an ein bestimmtes System gekoppelt war. ADFC wäre gut beraten gewesen, uns in den letzten 2 Jahren mal entsprechende Hinweise zu geben, wie wir das System weiterentwickeln können, und zwar zeitnah. Wir haben es versucht, auch die alte Geschäftsführung bei SW hat da nicht richtig mitgespielt, muss ich ganz offen sagen. Und jetzt mussten wir halt einfach diesen Reset-Knopf drücken, das hat die Geschäftsführung, die neue, gemacht. Und ich glaube, das ist eine gute Ausgangssituation, hier ein neues, aber auch leistungsfähiges Fahrradverleihsystem in Wiesbaden neu zu platzieren und auf den Markt zu bringen. Und wie weit ist das gediehen und welche Schwerpunkte sollte es da auf jeden Fall geben?
Es wird elektrisch sein. Unsere Marktanalysen auch in den letzten Wochen und Monaten haben ergeben, dass elektrische, leichte Fahrräder ganz, ganz wichtig sind und sehr, sehr gut ankommen, auch die höchsten Nutzerquoten haben. E-Tretroller sind tendenziell eher was wirklich für die jüngeren Nutzerinnen und Nutzer. Das wird aber letztlich der Punkt sein, auf die entsprechenden Zielgruppen da dann entsprechend einzuzahlen. Ich denke aber, dass wir insbesondere mit den Partnerinnen und Partnern, die da jetzt viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt haben, ne, in Deutschland ist das ja jetzt seit 3 Jahren erlaubt, auch diese Mikromobilität, diese Tretroller und alles, was es da gibt, auch in ihrer Weiterentwicklung, in der Ortung dieser Geräte, auch im ordentlichen Abstellen dieser E-Tretroller, dass wir da gut vorangekommen sind. Und das Ziel letztlich muss eine integrierte Lösung sein. Meine wirklich ideale Vorstellung wäre, dass der RMV-Zeitkartenkunde, der RMV-Kunde, der sich also auch langfristig an den RMV gebunden hat, da entsprechend auch die Anschlussmobilität hinbekommt. Und für alle anderen muss es über das Smartphone sehr schnell, sehr klar, sehr schlicht und einfach anmietbar sein, trotz gerade mit den dann hinterlegten Daten. Lassen uns schauen, das sind die Voraussetzungen, die wir jetzt auch gesetzt haben. Und das müssen wir mit den Anbietern, mit den Industriepartnern darüber sprechen, wie sich das umsetzen lässt. Wir sind da attraktiv. Wiesbaden ist eine solvente Stadt, eine zahlungskräftige Stadt mit zahlungskräftiger Klientel. Das macht uns auf jeden Fall interessant und es macht es uns interessant natürlich, dass der Hauptbahnhof ein bisschen auswärts liegt, also konsequent auch immer Wege anfallen, die super genau in diese Entfernung 800 Meter, 1000, 1500 Meter genau passen. Und der Zeitrahmen? Wenn ich in die Glaskugel schauen könnte, ja. Ich denke, wir streben an, so wie wir es zugesagt und versprochen haben, zur nächsten Saisonbeginn, Februar, März, April 2023 können wir was anbieten. Alles andere wäre nicht akzeptabel und dann müssten wir uns alle hier in der Tat nochmal in die Augen schauen. Und glaube ich, ganz tief müssen wir beim Kämmerer am Ende ja auch in die Augen schauen. Ne? Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Herr Kobol, Herr Görnemann. Vielen Dank.